Ziel, hä? Warum ist da unten jetzt noch jemand, der irgendwas will? Achso, die Ding, dass wir hier sagen, dass wir die mal belauscht haben, oder was? Gisela, wir haben die mal belauscht. Ich weiß jetzt Bescheid, alles ist cool. Dimas früheste Erinnerungen sind in den Händen der Kinder des Atoms. Hm. Er hat Angst vor dem, was sie herausfinden. Darum ging es bei diesen möglichen Opferzahlen also? Ja. Dima wollte die Insel nicht vernichten. Er hatte Angst, dass das die Kinder des Atoms tun? Oder verbirgt er noch immer etwas? Was sind das für Erinnerungen, dass er sie zurücklässt? Steckt da wirklich etwas Gefährliches drin? Hast du einen Weg gefunden zu seinen Erinnerungen? Und an den Kindern des Atoms musst du auch noch vorbei. Das mache ich schon. Ich habe dieses Programm von Faraday und Dima. Damit soll ich Zugang zu den Speicherbänken erhalten. Wirklich? Und wie funktioniert das? Als ich mir die Computer dort angesehen habe, saß Dima auf seinem Stuhl. Den habe ich angezapft. Vielleicht musst du dich, naja, so an die alten Speicherbänke anschließen wie er. Mit einer Verbindung zwischen deinem Kopf und dem Computer. So ist es bestimmt. Dann würde Faradays Programm Dimas Gedanken und Daten übersetzen und dir helfen, mögliche Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Tut mir leid, ich spekuliere nur. Mademoiselle. Es ist nur, das ist ziemlich spannend, oder? Erzählst du es mir, wenn du was rausfindest? Ich behalte hier so lange alles im Auge. Na sichi. Ich finde Dimas Erinnerungen. Dann können wir weitersehen. Viel Glück. 500 Kronkorken hinzugefügt? Wofür jetzt? Von ihr? Also weil wir... War das schon die Quest für sie? Haben wir sie praktisch jetzt schon mal... Haben wir eine wichtige Etappe nach ihrer Meinung irgendwie erreicht? Ist das möglich? Ja. Begonnen. Der Segen des Vergessens. Verschaffe dir Zugang zu Dimas Terminal. Gut. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn ich jetzt alle Missionen, die auf dieser Insel zu machen sind, aktiviere. Ein, zwei Leute haben ja gesagt, sie finden es ein bisschen störend, wenn ich alle anmache, aber ich habe gern alles offen, um dann zu sehen, was wo und wie und warum zu finden ist. Aber es sind ja noch gar nicht so viele und wir arbeiten die jetzt ja eh Stück für Stück ab. Und wir sind gleich Level 40, jawollo. Ha, ist einfach wieder so entspannt, jetzt noch hier eine Runde oder eine, zwei Runden Fallout aufzunehmen. Die habe ich jetzt da ein Stück aufgenommen. Okay. Ja, ich habe davor noch CSGO aufgenommen und das wollte einfach ums Verrecken nicht gehen. Das war da schon 3 Uhr nachts, jetzt ist es gleich 4. Und ich habe immer nur, ich habe so ein abends Race-Ding machen wollen, also ich habe es auch gemacht und dann noch zum Glück irgendwann hinbekommen. Aber ich hatte 3 Spiele, in denen nur Bots drin waren. Oder halt fast nur Bots, so 2, 3 andere Spiele. Das war echt ein bisschen cakey. Da muss ich schon so ein bisschen mehr haben, damit das auch einen Sinn hat. Ich kann dann ja nur gegen Bots spielen. Also, wir haben hier diverse Missionen angenommen. Hier oben ist Fahaba. Guckt euch mal die gesamte Karte an, wie riesig Fahaba ist. Es ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit der Haupt- oder Originalmap des Commonwealth, aber es ist schon echt ein Riesenklotz. Es ist wirklich ein Riesenklotz. Und ja, beschaffe die Speicherlaufwerke Southwest Harbor. Ich würde sagen, wir sind jetzt gerade hier oben. Und was ist hier? Okay. Wir könnten jetzt aus... Wisst ihr was? Wir schwärmen jetzt einfach aus und entdecken fürs erste Mal noch Orte, die hier in der Nähe sind, die wir noch nicht entdeckt haben. Vielleicht treffen wir dabei auch auf irgendwelche Viecher. Ihr wisst ja, die sind ja richtig, richtig hart. Also die sind im Moment, glaube ich, noch nicht vergleichbar mit denen aus dem normalen Commonwealth. Die sind ja echt schon irgendwie stärker. Diese Nebelschleicher, wie sie heißen. Da vorne haben wir schon mal einen Teich und diese Höhle. Sehr gut. Ich gehe mal hier runter. Und ja, das ist einfach immer wieder chillig, die Fallout-Sachen. Und es freut mich, dass einfach ein paar da sind, die dann auch schreiben, hey, Fallout kam ein paar Tage nicht, was ist los? Wir vermissen Fallout, das ist echt schön. Das ist richtig nice. So, komm. Da unten sind wir schon. Fallenstelle, alles klar. Die Fallenstelle haben wir schon kennengelernt. Ist da gerade eben einer gelaufen da drüben? Nee. Ah, soll ich mit meinem Knüppel drauf losgehen? War da was? Waren die gut zu knüppeln oder waren die eher schwierig zu knüppeln? Ich weiß es nicht mehr. Ist das nur einer? Ah, jetzt hatten wir unsere... Okay. Da ist noch einer da drüben. Ich versuche einfach direkt zu geben im Bett. Wir müssen uns unbedingt dieses Longarm noch skillen. Da kann man nämlich von voll weit weg in diesen Modus gehen. Oh. What the fuck? Und die Leute praktisch... Niederneifen ohne Gnade und vor allem, das Coole daran ist, man kann so weit wegstehen, dass man noch nicht entdeckt ist. Und dann geht's richtig ab, weil du bist nicht entdeckt, hast jedes Mal diesen Bonus von irgendwie 40% mehr Damage. Okay, das ist ja gerade nicht so ergiebig. Ja, man macht dann mehr Damage, wenn man da versteckt ist und kann dann einfach 5-6 Leute am Stück downknifen. What the fuck? Was ist hier los? What's going on? What's going on, dude? Dudes?
Das liegt nicht an dir, das ist cool. Ich muss mal kurz. Warte mal. Kate. Kate! Ah. Ist die down gewesen da drin? Nee, oder? Gut, wir knüppeln die direkt um. Also mit Waffen. Ich knüppel die nicht um, sondern schieße sie über den Haufen. Die sind echt auch irgendwie heavy. Das ist die Pump, ne? Dann gehe ich direkt close ran. Das sollte eigentlich ein Wurf werden. Granatenwurf. So, den juckeln wir mal so rum. Ich schmeiß da mal direkt was rein und geh. Oh Gott, fast schon wieder tot. Nein, schon wieder tot. What the fuck? Alter, sind die grob. Ey, die sind ja ultra stark. Okay, gut, Jet. Wir benötigen etwas Jet. Versuch Nummer 3. So. Warte mal kurz, noch die Waffe nachladen, dass wir den nicht gleich schon wieder nachladen müssen. Auf die 3 schalten, auf F5 speichern und rangehen. So. Komm her, der Sack. Den mache ich jetzt noch so down. Stimpack hat er dabei, sehr gut. Dann hier meine Nate reinwerfen. Zack, wieder zurückgehen. Vielleicht brauchen wir doch keinen Jet, wer weiß. Oh Gott, das bringt ja echt fast keinen Damage. Na, wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Ist der vor mir? Ah, jo, ist direkt vor mir im Wasser. Er labert irgendwas mit Scheiße. Schimpft er einfach rum. Wir sind mitten im Video, mein Freund. Kannst du nicht einfach fluchen? Das ist ja widerlich. Nein. Und auch nicht davon tauchen, das darfst du auch nicht. Ihr bekommt jetzt noch eine Nate, weil ich so viel. Oh Gott! Scheiße! Wow, null Damage gemacht. Eine Nate gemacht. Dann nehme ich so viele. Dann sind wir wieder etwas leichter. Zum Teufel war das. Kate, Gegner aber. Hallo? Au. Nein. Stirb. Alter, Ultra-Aim, abnormal. Das waren jetzt halt total Hardcore-Treffer, ne? So muss ich auch in CSGO rangehen, dann. Ach, ich dachte ganz kurz, ist es die Kate oder doch jemand, der. Der kloppt? Hä? Ah. Oh fuck! Oh Gott, oh Gott. Bleib bei mir, die Kate, oh Gott, wie süß. Hey, Pisser! So, hier, easy. Batsch! Oh, ist einfach so sick mit dem. Mit diesem Modus rumzuballern hier in Vents. Oh. Alles klar, Level up, sehr schön. Kate steht bestimmt gleich wieder auf. Was hat er denn da für ein krasses Ding am Start gehabt? Was ist denn? 59! Aber was ist das? Ah, das war nicht geplant. Wisst ihr, was ich meine? Was ist das? Ist das so ein Präzisions... Ah, das ist so ein Ding. Das hat 45er. Wir haben das Ding hier, 56 und 50. Und das Teil hat was? 59. Okay. Geht aber eigentlich. Ist jetzt nicht so ein Ultra-Ding. Wir haben noch 150 Schadenresistenz beim Nachladen. Auch nicht schlecht. Und das ist 490 wert. Und das Ding hat, oder ist, 219. Ja gut, das ist jetzt nicht so krass. Ich schmeiß es fort. Den Raketenwerfer, den verkaufen wir dann. Ach, das hätte ich machen können, als wir bei dem Dödel am Verkaufsstand waren letztens. Ja, ich muss jetzt demnächst wieder ausräumen. Kate, du stehst ja gleich von alleine auf, ne? Du Dumbatz. Oh Gott, was ist los? Warum keine Waffe ausgerüstet? Schmutziges Wasser. Alles mal durchladen. Haben wir diesen Pond jetzt auch entdeckt? Das waren die vier Leute, die hier in diesem Teich saßen, ne? Oder wir sind doch jetzt da. Ja, wir haben den entdeckt. Sehr schön. Dass wir uns hier dann schön hin und her porten können. Kate kommt hier hoch. Aber ich springe jetzt halt runter, Kate. Baba. Jetzt gehen wir noch zu der Höhle. Und da vorne ist direkt die nächste Höhle. Geil. Ja, Action. Action. Jetzt nach dem ganzen Gelaber muss man auch wieder ein bisschen Action reinhauen. Was ist denn das überhaupt? Was leuchtet hier? Leuchtet... Oh Gott, leuchtet die Fäule? Was ist denn da los? Oh nein. Ein ganzes Dorf voll Fallensteller. Okay, das könnte etwas haarig werden. Das könnte etwas arghaarig werden. Wir werden jetzt... Ah, wisst ihr was? Hier. Der eine hat geweint. Wow. Die Kate, wow. Wie der... Habt ihr gesehen, die Patronenhülse?
ist ja dann bestimmt nicht so krass wie der andere Freund, oder? Komm, ich speichere direkt, zack. Und weiter geht's. Ich renne hier einfach durch und mach Rambazamba. Der eine war halt vorhin brutal, ne, mit seinem 59er-Gewehr. Geschafft. Steht eigentlich irgendwo, wie viele Trefferpunkte wir haben? Also wie viel wir vertragen, ja, ne? Hier, Trefferpunkte. Das heißt, wenn der uns 59 gibt, dann zieht er uns, also dann zieht er uns hier wirklich 59 ab. Okay. Das ist halt schon echt grob. Hm. Ist ja sonst kein Ein- oder Ausgang? Doch, da. Au. Das ist kein Witz. Dein Herz, Fremdling? Ja. Natürlich schlägt mein Herz. Bam! Und einschlägt. Oh, wow. Schlägt gleich nicht mehr. Hallo, Geschütz. Moment. Geschützi-Boy, wo bist du? Er schmeißt mit Mollys rum. Verrücktes Hinkel. Was ein verrücktes Hinkel. Komm, der Revolver ist heavy. Ich du siehst, was du bist. Wo ist denn der, der angeblich auf unserer Höhe ist? Ist doch unter uns. Hier drin wahrscheinlich. Hallo? Wow! Okay, der juckelt schon echt rein, der Revolver, ne? Der ist auch so nice. So. Wir sind gleich wieder überfüllt, ne? Oh, oh. Der ist sehr close. Na, die Kate da oben, jetzt will ich gleich mal. Der ist sauer. Die macht nichts. Die chillt nur rum. Und sie ist sauer. Einfach vom Nichts machen, nichts sauer. Würde ich auch sauer werden, wenn ich den ganzen Tag nichts mache. Ist hier noch jemand? Nein. Dann müssen wir jetzt sogar kein Ding nehmen. Kein Ding ins Kirchen, ihr wisst schon. Das können wir uns sparen. Aber wir nehmen Red Away. Und legen uns dann mal pennen. Aluminiumkanister. Wie viel können wir denn noch tragen? Nicht mehr viel, okay. Hoppala. Und die Mucke läuft gemütlich vor sich hin. Ich glaube, ich habe mir einen Muskel gezerrt oder so. Okay, du Alter. Wir haben ja Kate als Schlafkamerad mit dabei. Ihr habt recht, habe ich ganz vergessen. Nice, 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 Kate. Jetzt sind wir ganz schön gut aufgewacht. Also sie nicht, sie ist halt verzerrt. Ne? Das passiert halt mal, ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Ja. 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 Das noch. Das ist auch direkt die Höhle. Wo ist denn der Höhleneingang? Hier unten? Ja, wir kriegen durchgehend Rad. Ist das hier die... Ah, da ist es. Wie heißt die Höhle? Höhle von Pinecrest. Mhm. Ich will jetzt nicht zwingend rein, aber... ja, jetzt haben wir die auch entdeckt. Das ist gut. Da hinten ist noch eine und genau in die andere Richtung ist auch was. Wir gehen jetzt mal hier lang. Und gucken uns um. Ich mache mal kurz hier eine volle Speicherung. Es sollte auch für die volle Speicherung einen Knopf geben. Einen schnell Vollspeicherknopf. Ach, kann ich mir bestimmt auch irgendwie binden, ne? Ah, da vorne ist sogar eine Quest. Beziehungsweise, ja, da ist irgendwas. Außerhalb sogar. Wir müssen noch nicht mal durch eine Tür. Was ist denn da? Ah ja, optimal. Da ist direkt, sind diese Speicherbänke, die wir mitholen sollen. Das passt ja. Ich gehe mal hier zu den Häusern. Ich mache schon die ganze Zeit hier den Wetzmodus, um zu gucken, ob hier jemand ist. Aber es ist niemand da. Ich glaube, wenn wir Agility oder was es ist, Perception hochskillen, dann geht Wetz auch länger. Ah ja, was ich jetzt ja eben machen wollte, genau. Und zwar diesen Longarm. Das wird mich doch wirklich anlachen, sehr stark anlachen. Ich weiß nur überhaupt nicht, wo das ist. Vielleicht weiß es er. Du bist zur Hälfte im Baum. Wenn du stehen bleibst, erhältst du plus 25 Schadenresistenz. Außerdem verursachen deine bewaffneten und unbewaffneten Nahkampfangriffe 25% mehr Schaden. Das würde da, glaube ich, auch mit reinzählen. Hier, ruhige Hand, nee. Ich weiß leider gar nicht, wie es heißt und, kanalisiere dein Chi, waffenlose Angriffe. Naja, das brauchen wir gar nicht. Wir haben ja immer irgendwas in der Hand. Lass uns hier mal ganz kurz durchgucken, ob wir das finden. Den haben wir immer noch nicht geholt. Okay, Sandmann. Du vertrittst den Tod persönlich ganz schlafende Person. Nee, haben wir eher selten. Manchmal haben wir es, ich weiß, aber insgesamt doch eher selten, dass wir ja schlafende Personen angreifen. Aquaboy. Länger unter Wasser atmen und man nimmt... Du erlernst beim Schwimmen keinen Strahlungsschaden mehr. Auch sehr unnötig irgendwie. Actionboy. Deine Aktionsmoderierungen sind 25% schneller. Okay, das hört sich nicht schlecht an. Weil wir dann vielleicht auch etwas öfter im Wetz rumhantieren könnten. Fortgeschrittenes Training für verbesserte Nahkampfeffizienz. Kritische Treffer verursachen 50% mehr zusätzlichen Schaden. Ist auch sehr gut.
Leute, da ist echt einiges, was wir noch nicht gemacht haben. Keine Treffer, kein Schaden. Du hältst bis 25 Schadensresistenz und 25 Energieresistenz, während du sprintest. Ich glaube, das ist eher... Wenn wir von was wegrennen, ist es meistens eh zu spät. Und wir kriegen dann den Frack vollgeschossen. Das ist ja diese Schuss... bla bla bla. Mhm. Du erhältst sofort plus 10 Energieresistenz. Brauchen wir überhaupt nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Aus einem Schattenkrieger verursacht du mit einem... Mit deinen Fernschleichangriffen den dreifachen normalen Schaden und mit deinen normalen Schleichangriffen den vierfachen Schaden. Das wird sein. Achtung, das kann man wahrscheinlich noch höher hier. Nächster Rang auf Alt. Okay, aber kann ich denn auch länger? Wisst ihr, dass wir auch auf eine gewisse Entfernung besser arbeiten können? Und da brauchen wir dann dafür Perception. Wahrscheinlich. Will ich das aufsparen? Kannst du dir einen kritischen Treffer aufsparen? Oh, okay. Sind wir schon gleich ganz unten? Ayo. Der Sensenmann-Sprint, der Tod steht dir gut. Tötest du einen Gegner im Wetz, besteht eine 15%ige Chance, dass deine Aktionspunkte vollständig wiederhergestellt werden. Das ist wirklich nice. Das können wir auch irgendwann mal machen. Verliererkampf brauchen wir nicht. Robotikexperte, Maschinen, wenn du einen Roboter hackst, erhältst du die Chance, ihn ein- oder auszuschalten. Beziehungsweise seine Selbstzerstörung einzuleiten. Das wirkt irgendwie nicht so krass wichtig. Prügler. Im Wetz kannst du durch Deckung blockierte Körperteile eines Feindes mit geringer Präzision ins Visier nehmen. Aha. Ghoulig brauchen wir nicht. Was ist das? Finde die Lücke und schlage zu. Die Nahkampfreichweite im Wetz ist deutlich erhöht. Das hier. Und Ninja. Die zwei. Das ist es. Wir brauchen Beweglichkeit 9. Ich habe mir die noch nie alle durchgelesen, obwohl ich mir damals sogar diese... Ich habe die Pip-Boy-Edition von meiner Freundin geschenkt bekommen mit dem Pip-Boy und hin und her. Und da war natürlich auch, so wie in jeder normalen Edition, glaube ich, dieses Blättchen dabei, wo die alle abgedruckt und beschrieben... abgedruckt sind. Und ich habe mir das noch nie angeschaut hier richtig. Durch die Fernkampfangriffe der Gegner werden manchmal zurückgeworfen, sodass der Gegner sofort getötet wird. Peng Fu, du hast gelernt, uralte Kampfkunst mit Waffeneinsatz zu kombinieren. Okay. Du fügst deinem zweiten und den darauffolgenden Wettzielen 25% mehr Schaden zu. Geht es dann immer weiter. Dem dritten nochmal 25 drauf und dem vierten nochmal 25 drauf. Verlangsamt sich die Zeit. Das ist gar nicht so übel, dass die Zeit langsamer wird, wenn wir unter 20% Gesundheit fallen. Zeit allen zu zeigen, wer hier der Boss ist. Zieh mit einer Waffe auf einen menschlichen Gegner mit einem niedrigen Level und erhalte eine Chance, ihn zu beruhigen. Ab in die Sonne. Zwischen 6 und 18 Uhr hältst du plus 2 Stärke. Ne. Konzentriere dich. Im Wetz erhalte ich dasselbe. Ah, jeder auf dasselbe Körperteil plus 10 Präzision. Auch nicht schlecht. Ab durch die Mitte. Wenn du Power-Rüstung trägst, dann kann man Leute umstoßen. Das machen wir jetzt mal. Also wir skillen hier einmal in Ding rein. Und zwar in Beweglichkeit. Da haben wir auch nur 3. Das ist wirklich sehr krass. Da kann ich, glaube ich, direkt das nächste Mal auch reinskillen, weil wir von allem anderen noch weit entfernt sind. Das mache ich jetzt mal. Wir haben, glaube ich, sonst nichts, wohin wir jetzt sonst zwingend skillen wollen, oder? Dafür brauchen wir 6. Ne, Beweglichkeit 7 sogar. Und hier unten auch 7, ne? Sogar 9. Wow. Da werden wir noch einige Level reinstecken. Okay, so. Sehr schön. Ah, freut mich. Hier am Charakter weiterzuarbeiten, das ist auch cool. Das ist sick. Wenn wir das gleich entdeckt haben, beamen wir uns aber vielleicht noch ganz kurz nach Hause, um abzulegen, bevor wir dann die Speicherbänke wirklich holen. Außer, es wird wahrscheinlich eh direkt ein Kampf sein und von daher bleiben wir doch direkt hier und machen das. Irgendwas verfolgt uns. Was epischer Fallensteller. Leute, seid ihr verrückt? Muss das sein? Da oben ist jemand. Alter, wie er gerade gesprungen ist? Oha. Oha, im Sprung! Ja, unsere Beweglichkeit ist jetzt ja höher. Wir treffen jetzt besser. Nice! Jetzt ist Wetz wirklich sinnvoll. Oder wird immer sinnvoller. Wetz war davor deutlich unbesserer. Mal gucken, was hier so geht. Oh, wie viel Munition haben wir eigentlich für das Ding? Ich habe das gar nicht geguckt. Wow. Wetz, vielleicht nutzen wir dich doch nicht mehr. Wir haben noch sehr viel Munition dafür. Siehst du den Nebel? Ja. Hallo. Siehst du meinen Schuss? Ja, tut weh, ne? Brenn einfach ab, du Sack. Wenn das reicht. Ich hoffe, es reicht. Okay. Nehmen wir alles mit. Da oben sind noch 2. Wie kommen wir denn zu denen hin? Habe ich hier die falsche Seite gewählt? Ach du Kacke. Der Nebel wird dich holen. T.
Der Nebel, ich hol dich gleich, du hässlicher Bock. Was hast denn du auf dem Kopf, Alter? Das will ich gerade mal, oh shit. Okay, warte. Arr. Da holt er sich, da zieht er sich ein Stimpack rein. Hier, mein Boy. Au. Oh shit, er ist rausgegangen. Oh, da sind noch mehr. Oh, shit. Kate. So, der ist noch nicht mal entwickelt, ne? Oh nein, das war nicht geplant, dass ich ihm jetzt Kritik gegeben habe. Das war saudumm. Trifft mich nicht. Jetzt trifft er mich wieder. Okay. Also. Was ist der? Oh, Kate, du hast die Nate geblockt. Okay, wir müssen ihn jetzt fisten. Kate, mach bitte noch was. Kate, der nimmt gleich. Ich ziehe dir gleich die Nummer, Waffe Nummer 1. Wow, wir geben ihm Ultra. Nein, du Fixbeutel. Hopp, das ist doch jetzt ein Scherz. Das ist doch jetzt echt ein Scherz. Er war so kurz vom Down gehen und dann fistet er uns. Wahnsinn. Gut, der wird mit Jet umgemacht. Oh nee. Hä, hab ich nicht eben während dem Fight gespeichert, als ich da reingelaufen bin rechts? Nee, hab ich nicht. Super geil. Leute, ich. Oh nein. Doch, alles cool. Ich dachte kurz, ich wäre woanders. Müssen wir jetzt halt hier ran. Ach, Schissel. Ach, hat die Gosch da oben, Dummkopf. Hab ich jetzt sofort durch, aber ich schwarte dich ab. Hallo? Ich hab erstmal au die Sachen kaputt, die hier stehen. Boah! So, bitteschön. Futter erstmal ein bisschen. Weg ist er. Dann sind die zwei schon mal weg. Dann sind wir von der Flanke her gesichert und kriegen nicht irgendwie seitlich auf einmal auf die Nase. Wir aktivieren mal die Jukebox. Speichern. Wo ist der Dumbatz? Können wir da hoch? Ah, da können wir hoch. Ah, sehr gut. Bist du echt? Kate, bist du echt? Hat er gerade echt, bist du echt gefragt? Was ist los? Bist du echt, Kate? Wir haben auch viel mehr Möglichkeiten hier drin. Also wir haben jetzt einfach viel mehr Aktionspunkte auch, um diese ganzen Schüsse zu machen. Warum haben wir da nicht früher oder rechtzeitig mal reingegangen? Ach Gott, Kate, halt die Gosch. Kann ich vielleicht pennen? Nee, der ist zu... Kate, der hebt irgendwas auf? Habt ihr es gesehen? Mit seinem bescheuerten Hut? Mit der Hummerfalle? Krabbenfalle? Kacksalat? So. Incoming. Dude. Hörst du das? Nee, ich höre gar nichts. Der Nebel wird dich holen. Hier. Der Nebel holt sich jeden. Granate holt dich jetzt erstmal. Vielleicht müssen wir noch etwas näher dran. Na, ich glaube, wir waren etwas weit. Bitte schön. Zack. Oh fuck, dumme Idee. Ich sehe seine Life gar nicht irgendwie. Ich kann's riechen. Das Blut. So. Jetzt gebe ich ihm den Critical ins Gesicht. Und dann ist er gleich weg. Der heilt sich zwar gerade, aber das wird ihm nicht viel bringen. Die nächsten zwei Schüsse sollten... Okay, seine Heilung hat aufgehört. Nice. Da hat er aber jetzt echt reingeschniedelt, ne? Was hat er denn da für eine Waffe? Ein automatisches Kampfgewehr. Das schauen wir uns mal an. Also von der Leistung her, was das so kann. 25. Und ich dachte, das wäre irgendwas Gutes. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich da hoch? Achso, das Geschütz stand hier irgendwo rum, ne? Hier. So, weg ist es. War hier noch jemand? Nee. Da hinten sind noch zwei. Zwei rote Punkte. Guck mal. Was war hier noch? Oh, drei sogar. Das tut weh, nicht wahr? Nicht heilen.
lass mal dein Blut strömen. Oh nein. Er haut mich echt noch auf. Ja, jetzt kriegt's echt noch hin, mich einmal zu kloppen. Zack und... Oh, das ist ein gnadenloser Fallensteller. Der scheint wirklich krass on point zu sein. Okay, der kriegt doch irgendwie kaum Damage. Kein Ding. Wir haben ja Jet dabei. Und unsere Schneebewurfpiste. Eigentlich müssen wir die Jetpiste nennen. Oh, er hat ganz viel Zeug dabei, ja. Die gute alte Jetpiste. Oh, für die haben wir nicht mehr viel. Da verschwindet schon langsam unser Vorrat an Muni wieder. Ist hier irgendwo direkt ein Bett, was ich kurz pennen kann? Nein. Halt, wir haben drüben noch einen umgebracht, der an der Kante stand irgendwo. Wo war denn der? Es ist der da. War das auch... Das war ein pirschender Fallensteller. Also auch jemand, der etwas stärker ist eigentlich als die anderen. Und trotzdem haben wir den schön genüsslich von weiter weg gepimmelt. Und da haben wir ein Bett zum Pennen. Wir müssen halt gucken, dass wir uns die Munition kaufen. Das ganze Rumliegen macht mich echt fertig. Okay, das wird mich auch fertig machen. 10 mm sind das, ne? Ja. Das habe ich jetzt gerade ausgerüstet. Ah, okay. Die können wir auch mal wieder spielen hier. Also wir haben da unten... Sind das direkt die Speicherbänke? Ah jo, da ist es schon, das brennende Schiff. Da ist auch irgendwas. In die Richtung ist... Oh, was ist denn das hier unten? Warum wird uns das denn angezeigt schon? Cranberry Island, Sumpf. Das ist aber nicht das, was der Kerl gesagt hat, dass wir uns da ruhig ausruhen können, wenn wir wollen, oder? Power Jump. It's a Power Jump. Speicherlaufwerk. Und Speicherlaufwerk. Ich dachte kurz, hier wäre eine Rüstung drin. Sehr gut, dann können wir Faraday schon mal positives Todeskrallenhaut. Warum haben wir jetzt Todeskrallenhaut? Und schon sind wir voll. Das macht nichts, das passt gerade. Wir gehen jetzt nämlich hoch. Da ist die Hütte, Longfellows Hütte. Die haben wir noch nicht entdeckt. Das heißt, wir gehen nach Fahaber. So, ja. Laufen da kurz rüber, dann können wir nämlich auch unseren Kram ablegen. Dann ist das unsere erste Station, die wir hier befüllen können. Und dann können wir natürlich, wenn wir irgendwann wieder zurückgehen, ins Commonwealth, da können wir von dort auch, glaube ich, eine Handelskarawane rüberschicken. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es geht. Ich glaube, dass die ganz normal angezeigt wird, dass die hier auch aufgeführt werden, eben in dieser Liste der Handelswege. Und dann können wir da jemanden rüberschicken, dann können wir hier auch dick bauen. Longfellows Hütte ist da hinten links, genau. Nochmal, es gibt keine Polizei. Kommen wir hier einfach raus? Westlandbewohner halten das nicht lange auf der Insel aus. Ja, ne? Du kommst aus dem Commonwealth, nicht wahr? Ja, ich komme aus dem Commonwealth, nicht wahr? Ach, wisst ihr was? Ich bin so dumm, 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 dumm. Ich verkaufe dem einen schnell den Raketenwerfer, dann müssen wir wieder genug Space haben. Da vorne ist er. Oh, wir labern da. Was? Der Köderladen hat alles, was du brauchst. Gib dir einen Fremden, der vielleicht helfen kann. Wir schützen eure Liebsten mit den besten Waffen. Ich muss mit dir über einen verschwundenen Zünd sprechen. Ach ja. Nun, darüber rede ich nicht mit Fremden. Ja, ich erinnere mich, wir haben ja hier noch diese andere Mission. Oder verschwinden. Ich will was... Ach! Ich arbeite mit Chase. Sie hat mir gesagt, dass deine Bezeichnung L792 lautet. Okay, ich glaube dir, aber nicht so laut, ja? Die Information muss unbedingt geheim bleiben. Ich kenne den überhaupt nicht, Zünd, von dem aus, du sprichst. Ein junger Typ, vielleicht so um die 20, mit weißem Haar. Er nennt sich Derek. Allerdings ist er viel früher als erwartet aufgetaucht. Dachte, ein Runner wäre hinter ihm her, daher die Eile. Ganz ehrlich, der Typ war ein Wrack, total verängstigt. Hat sich ständig umgeschaut und ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Ich wollte ihn beruhigen, aber er rannte panisch in den Nebel. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Nur die Ruhe. Ich kümmere mich drum. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Also, wenn du wirklich diesen Synth suchst, ich bin sicher, er hat die Straße nach Süden genommen. Geh doch vielleicht in die Richtung. Sei einfach vorsichtig und danke. Nur wenige würden sich für einen Synth in den Nebel wagen. Vor allem, wenn sie den Synth nicht mal kennen. Was da passiert ist, war scheiße. Wirklich. Hoffentlich bringst du es in Ordnung. Mach ich, Brooks, mach ich. Ich möchte bitte was verkaufen. Wie kann der Köderladen dir helfen? Handeln. Handeln wir. Okay, hier ist mein Angebot. Und jetzt ist er instant wieder so ganz normal. Wie kann ich dir eigentlich helfen mit meinem Scheißdreck? Den Raketenwerfer kloppen wir weg. What the fuck? Was ist denn der Wert? Zurücksetzen.
Ja. Ach so. Füllt dein Gesicht wieder auf, ja, trotzdem. Dann nehme ich das einfach so an, das passt schon. Läuft. Und schon müssten wir eigentlich wieder laufen können. Ja, wir können ja laufen. Ein Festlandbewohner wie du hat keine Bewohnerin, sei doch jetzt mal ruhig. Ich muss doch gerade ins Wasser in der Niver schwimmen zu The Longfellow's Hit. Ach gut, ach gut. Die labert mich zu, ja. Da oben sind wir doch. Da sind wir daheim, das ist prima. Longfellow riecht nach Kick. Ja, hier sind wir. Was ist das? Ach, das ist so ein Nebelkondensator, genau. Natürlich, hier haben wir einen stehen, klar. Gehen wir auch direkt. Ich weiß nicht, was mir mehr wehtut, mein Rücken oder meine Füße. Geht's los? Ich weiß auch nicht, Longfellow. Entschuldigung. Geht's los? Geht's los? Nein. Noch nicht. Warte erst mal hier. Gut. Ah, warte kurz, Longfellow. Los? Ich will nur etwas Zeug mit dir tauschen. Na klar doch. Okay. Was hat er noch für eine... Na, egal. Wo ist denn die Ding? Wo ist denn die Baugeschichte hier bei dir? Wie kann man denn jetzt hier bauen? Ah, na also. Sehr schön, sehr schön. Gut. Hier kann ich nämlich alles ablegen. Transfer, den ganzen Schrott ablegen und schon sind wir deutlich leichter. Halte V, ja, läuft, das läuft. Okay, gut. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao.